Ja, ich bin Schauspieler und Sprecher vom Beruf und Filmemacher. Meine sehr geehrten Gäste, Kunden auf meiner Website, das ist eine Firma. Und eine Firma nicht immer seriös. Wir sind es, wir bleiben es. Wir sind eine Firma. Filmemacher, Schauspieler und Sprecher vom Beruf. Nun, die erste Rolle war E605 Stahlnetz. Für alle, die das jetzt nicht kennen, bitte googeln. Stahlnetz E605. Da fährt er. Ein kleiner Junge, blond. Ja, zu der Zeit wurde auch schon der erste leider beerdigt mit 6. Somit seit 55 Jahren an diesem Drehort verbunden. Dann kam natürlich die große Chance für die Dreharbeiten Tatort Essen mit Hans-Joachim Fellny. Hier gegenüber hat sogar der Herr Drache gewohnt. Und ein Stückchen weiter waren seine Schwestern und hatten ein Geschäft. Ja, 55 Jahre ist das nur her. Ich stelle mich vor, ich bin Schauspieler, Sprecher vom Beruf und Filmemacher und begrüße alle auf dieser Seite. Ich habe mir gedacht, komm, aus Sicherheitsgründen machst du das, weil ich in gewisse Rollen gesprungen bin. Der Medienkanzler und der Ekel Heinz. Da, ich komme mal näher. Da leider so viele Spackos, Vollpfosten, Trolle. Unterm Strich, das Netz hat sich verändert. Als Schauspieler und Sprecher vom Beruf muss man natürlich eine Menge machen. Und wenn man obendrein noch Filmemacher ist, der von einem Herrn Theo Lingen ausgebildet worden ist, ja, Theo Lingen, Hans-Jürgen Fellny, Gustav Knut und diverse andere. Ach, es hat so viel Spaß gemacht, von älteren Leuten ausgebildet worden zu sein, von älteren Leuten gelernt zu haben, was es überhaupt bedeutet zu arbeiten. Schauspieler, Sprecher, Komparse, Hilfskraft, Freelancer, Crew zu sein. Seit 1975 obendrein noch Geschäftsführer und Inhaber einer Firma. Ja, muss man einfach mal gesagt werden. Wir leben jetzt im Jahre 2015, wo jeder Vollpfosten, jeder Troll, ich komme nochmal näher, jeder Troll, jeder Kasperkopf unter dieses Video sein Equipment an Wortwahlen und Texturen niederschreiben kann. Ja, so ist es, meine sehr verehrten Damen und Herren. An einem Drehort vor einer Kamera zu stehen, ein Skript auswendig zu lernen, in eine Figur zu schlüpfen, das ist Arbeit. 25.000 machen es. Schauspieler, junge Schauspieler. 500 Berufe, 500 Angebote. Berufe streichen wir mal. Aber die Angebote bleiben, 500. Das ist für alle Caster. Ich bin selber Caster, Filmemacher. Und bei mir sind sehr viele, die E-Casting machen. Die das Video gesehen haben, der an mir vorbeigeschossen. Dieses und sich vorstellen, ist eben so. Die Caster wollen das. Der Joko Winterscheidt, der mit dem weichen T am Ende, wie Django mit dem weichen D am Vorderende, für 40 Sekunden, ist er nach Los Angeles geflogen, um sich dort vorzustellen, und dann durfte er wieder gehen. Ja, hört doch auf damit. 180 Euro für so eine dämliche Rolle. Ja, und dann auch in der ersten. Früher gab es richtig Geld. Ja, ich bin auch froh, eine Firma zu besitzen. Ich bin froh. Theo Lingen hat es knallhart gesagt, er war ernst. Und alle, die Theo Lingen nicht kennen, bitte googeln. Ja? Oder Gustav Knut. Googeln. In der heutigen Zeit kennt doch dieser Altmeister keiner mehr. Ja, da waren auch andere bei. Viele andere bei. Ja? Theaterschauspieler. Wie Heinz Drache zum Beispiel. Gegenüber. Ja. Edgar Wallace, war eine tolle Zeit. Auch wenn nur als Komparse, auch hilfsbereit als Freelancer-Crew. Das war Arbeit, das hat Geld gebracht und das hat Spaß gemacht. Und heute muss man sich vor laufender Kamera, so wie Herr Christoph Waltz, das Internet ist eine Katastrophe. Ja, hat er recht. Ihr nehmt das auch alles ein bisschen zu ernst. 2002 fing alles an. Der Einheitsbrei.
1995 waren wir schon dabei und haben Web 2.0 ja, und andere diverse Sachen mit 2.0 versehen. Ja, da hat man noch Videoclips gemacht für Clipfish, 7Load, Kevigo, München Video, Video München. Ja, und heute dürfen wir nur noch für Facebook und Google. Ja, ich bin Vertragspartner bei Google und darf nicht alles. Ja, das ist es nämlich. Ihr ganzen Spackos, ihr Unterweltler, ihr Trolle, ihr Möchtegernvögel, die jeden Tag irgendwas zerreißen. Ihr wisst überhaupt nicht, was Arbeit bedeutet. Ja, Hartz IV, Gang, ja, Pigidia, da. Wir sind gegen Ausländer. Boah, hey Leute, das wollen wir alle gar nicht wissen. Wir wollen Spaß haben. Das Netz war angedacht für Spaß, für Freude und natürlich für Schauspieler, Sprecher und Filmemacher eine Plattform, ein Web-TV, ja, ein Web-TV, ein anderes Fernsehen. Fernsehen für Zuschauer, die drunter schreiben können und selber. Übrigens, ich bin sehr stolz darauf, dass es euch gibt. Ich bin sehr stolz darauf, dass ihr das könnt. Ich bin sehr stolz darauf, aber worauf ich nicht stolz bin, ist, ja, dass Google und YouTube, ich weiß, ich bin Vertragspartner, ich habe eine ID, aber trotzdem, ich muss es einfach mal sagen. Es kann doch nicht sein, dass so ein Joko Winterscheid da ein Kiffchen trinkt, eine Vorankündigung macht, 500.000 Klicks kriegt. Ich als Profi weiß, wie es geht. Ich weiß, wie diese Klicks zustande gekommen sind. Also hört auf mit dem Scheiß. Ja? Die wahren Klicks, wenn ich jetzt hier splitterfasernackt wäre und würde den Johnny, hätte ich 2,2 Millionen Zuschauer. Nee, Klicks. Ihr habt etwas vergessen. Joko Winterscheid wollte Abonnenten, keine Klicks. Und so viele Abonnenten hat er nicht gekriegt. Wollte ich einfach mal gesagt haben. Das ist jetzt kein Neid eines Schauspielers, Sprechers, der diesen Videoclip gemacht hat. Nein, er hat tagtäglich Kunden, er hat tagtäglich Schauspieler und er muss tagtäglich E-Casting machen. Ich bin der und der. Ja, man springt halt in Rollen. Ja, ich bin Rudi Rakete und ich würde mich nehmen, um zu starten. Ja, zum Beispiel. Ja, mit mir könnte er natürlich auch einen Brutzler braten. Ja, nur neben tut er mich nicht, ist klar, ich bin unbekannt. Ihr nennt natürlich dann einen Atze. Oder vorher habt ihr andere gehabt. Ja, ja, die Hemmers zum Beispiel. Ja. Oder, nein. In sehr vielen Jahren wird man sich nur an die Lindenstraße erinnern. Und für die Insider an Stahlnetz. Fifi Bach, Schönherr. Und diverse andere Showmaster auch aus der Niederlande. Ich brauche sie nicht wiederholen, aber Bonanza, Star Trek, Ed das Pferd, ja, oder immer wenn er Pillen nahm, oder der Typ, der immer gerannt ist, ne? Ja, Maxwell Smart, der mit dem Schuh telefoniert hat, ja, da wird man sich ändern. Aber an den anderen Quatsch, glaube ich nicht. Das Web-TV war mal eine Möglichkeit. Das Web-TV war mal eine Möglichkeit, jungen Menschen, älteren Menschen, einfach allen Menschen eine Chance zu geben, eine Plattform zu geben, ja, zu Schauspielern zu sprechen, sich darzustellen. Was ist es geworden? Knallharter Kommerz. Die Lobbyisten haben zugeschlagen. Das Web gehört dem Fernsehen. Ja, und die lassen es nicht zu. Und ich als Freelancer, sage die Wahrheit, ob es dir gefällt oder nicht. Und an der Spackos, Hugos und Vollpfostens dieser Welt, lasst es sein. Jungs, macht selber was, bevor ihr die Klappe aufmacht und euch echauffiert, ob der Ton, ob das Bild. Ha? Handys, brrr, sind doch die Brenner. Im Auto sitzen und Blödsinn machen, ist doch der Renner. Also hört doch auf damit. Wir sind Schauspieler und Sprecher und Filmemacher von Beruf. Und das sagt das Wort, Beruf. Und ich als Chef einer Medienfirma habe mir gedacht, mach diesen Videoclip, damit alle Kunden, alle Schauspielkollegen, alle Caster, alle Berufsgenossen, IHK und Co. machen ja den Beutel vor. Nur wir müssen knallhart dafür arbeiten. Und wenn ihr bis zu 20 Wochen nicht bezahlt, wenn ihr uns anruft,
mach den Laden zu, komm vorbei, wir haben einen tollen Film für dich. Du bist dabei. Hallo, ich mache doch meinen Laden nicht zu, um auf 20 Wochen auf mein Geld zu warten. Nee, auf keinen Fall. Tut mir leid. Meine Kunden bekommen sofort, meine Schauspieler bekommen sofort und wir haben tierisch viel Spaß. Und wer das nicht glaubt, meine lieben Freunde, kann die gesamten Schauspieler, Musiker, ja, aus aller Welt, ist kein Scherz, mal fragen, was so der hier, Medienkanzler, und auch das Ekel, Heinzchen, da so macht. So, das war einfach mal die Ankündigung. Musste mal gesagt werden, Theo Lingen hätte auf den Tisch gehauen. Theo Lingen, der war knallhart. Ja, der war nicht so lustig, wie er in den Filmen rüberkam. Ja, also früher, in meiner Zeit, stand man so. Und da hat nichts mit Nazi zu tun, sondern Disziplin gerade stehen. Ja, und da wurde ganz anders verfahren wie heute. Seit 2002 hat sich alles verändert. Seit 2002 ist das ein Beruf. Und dieser Beruf macht alle irgendwie gaga. Ja, da werden so Fantasiewesen genommen, die werden hochgepusht, eine Lobby findet den gut. Ja, obendrein hat er noch Betuchung, nämlich hinter sich, viel Geld. Ja, früher hatte man auch viel Geld und als Jugendlicher ist man dann ausgebrochen. Ey, Vater, ich hab keinen Bock. Vater hat aber gesagt, du musst erst einen Beruf lernen, bevor du vor die Kamera gehst. Und das sollten heute alle machen. Die sollten erstmal alle einen Beruf lernen, richtig fetten Beruf lernen, knallhart Geld verdienen und dann vor die Kamera gehen. Ja, bevor sie sonst Schwachsinn machen, Kiffchen trinken, Papierflieger falten oder sonstigen Schwachfug. Ja, wollte ich mal gesagt werden. Ja.